Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP 2. Ich hatte jetzt nachgeguckt, welche Karts ich schon verwendet habe. Und darunter fallen alle, bis auf das Wario Kart, was ich ja letzten Part erst neu bekommen habe. Von daher nehme ich jetzt das Wario Kart. So, normal geschafft, easy geschafft und beim Master fehlt mir jetzt noch der letzte Cup. Rainbow Coaster. Ist das verbuggt? Das sieht mir ein bisschen verbuggt aus. Vielleicht soll es aber auch so sein. Ich weiß es nicht. Mal sehen, ob sie sich hier was Neues einfallen lassen haben. Oder ob sie ja auch einfach die Strecken aus Teil 1 genommen haben. Was ich aber zugegebenermaßen etwas lame finden würde. Von daher hoffe ich mal das Gegenteil. Bisher sieht es aber schlecht aus. Sehr schlecht aus. das scheinen die gleichen Strecken zu sein. Zumindest die erste jetzt. Vielleicht ist es die zweite nicht. Und die Comps scheinen verbuggt zu sein, weil die erstmal voll gegen die Wand gefahren sind. Ja, das ist die gleiche Strecke. Mal schauen, wie sehr ich mit Wario umgehen kann. Ist nicht der beste Trifter anscheinend. Dafür hat er einen hohen Topspeed. Was man ja am Anfang gesehen hat. Hier könnte ich wieder so hässlich springen, aber ich lasse es. Wenn mir das nichts als Nachteile bringt. Und schon bin ich Erster. Ja, Wario hat so auf langen Strecken einen Vorteil wegen seiner Geschwindigkeit. Also auf langen, geraden Strecken. Da kann er schön beschleunigen. Also hat viel Zeit, um auf die Maximalgeschwindigkeit zu beschleunigen. Zum Beispiel hier. Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich werfe mal dieses Bananenschild hier ab. Was ist Bananenschild? Was habe ich? Bananenkanone. Um vielleicht noch einen Magneten zu bekommen. So, vielleicht ist hier einer drin. Yep, hier ist einer drin. Den kann ich doch dann gleich mal verwenden, sobald ich wieder ein paar Mario Coins sehe. Aber hier für den Anfang erstmal noch nicht. Mal sehen, wo wieder welche kommen. Ganz schön großer Abstand zu den hinteren. Hier zum Beispiel kommen Mario Coins. Die habe ich direkt mal eingesammelt. Ich glaube, hier hinten müssten noch ein paar sein. Oder reicht da mein Magnet nicht mehr? Na, schade. Ah, ne, die habe ich schon eingesammelt. Aber müsste ich jetzt alle haben. Das ist doch cool. Das ist auch schon die letzte Runde, sehe ich gerade. So schnell kann es gehen. Ja, Wario eignet sich ganz gut hier für die Strecke. Anscheinend ist es so auf kurvigen Strecken wie die wie beim Bowser Cup. Da lohnt sich eher die langsameren Karts und auf so geraden Strecken wie den hier. Eher die schnellen. Shocking Master. Kranker Shit. 40 Coins, kriege ich irgendwas frei? Ah, das Toad Card. Der Toad ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. War der hier dabei? Echt jetzt? Lustig. Also Toad habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Okay, das sieht verbuggt aus. Das ist, glaube ich, verbuggt. Aber lassen wir die Bugs Bugs sein. Und backen uns jetzt mit dem Mushroom hier durch. Und zu gewinnen gibt es das blaue Vieh aus Dr. Mario. Und Toad ist wieder nicht dabei. Seltsam. Wie sie erstmal gegen die Wand fahren, ich verstehe es nicht.
Zack. Ja, ja. Kann mir Wario erklären, warum er langsamer wird, wenn er das... Bin ich jetzt langsamer auf dieser Strecke? Auf der letzten Strecke bin ich irgendwie 157 km/h gefahren. Jetzt komme ich gerade mal auf 140. Okay, die Strecke ist scheiße für Wario, das wird nichts. Falls ich verliere, kann ich dann ja nochmal zu Toad wechseln. Weil ich habe auch Luigi bisher noch nicht. Bisher noch nicht gefahren. Aber vielleicht. Ich weiß halt nicht, ob es diesen Special Cup noch gibt. Wario kann nicht mehr auf die 150 km/h beschleunigen, oder wie? Seltsam. Und da backt einer rum. Kann sich nicht mal Luigi mal kurz festbacken? Zack. Okay. Die Pilze sind gar nicht mal so gut. Vor allem, die scheinen sofort zu stoppen, sobald man die Wand berührt. Seltsam, ich bin hier langsam auf der Strecke. Das ist echt komisch. Das ist echt seltsam. Versucht hier etwa Namco die Spieler zu manipulieren. Dass sie sich mehr Münzen kaufen. Ich weiß es nicht. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber... Wobei, das Prinzip des Spiels ist es ja, dass man so viele Münzen wie möglich kauft. Zack, das wird nichts. Ich werde dann mit Toad fahren, falls es den gibt. Also, weil der ist mir bisher echt noch nicht aufgefallen. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber warum ist Wario jetzt auf einmal langsamer? Ich check es nicht. Ist es verbuggt oder wie? Richtig komisch. Ich bin mir sicher, ich bin vorhin mit viel mehr km/h unterwegs gewesen. So, erster Platz mit Toad. Also ich muss einige Aussagen revidieren. Und zwar Toad war wirklich schon die ganze Zeit da. Der ist mir bloß nicht aufgefallen. Dann muss ich noch sagen... Namco betrügt nicht. Sie machen einen nicht langsamer. Es war zwar von Anfang an nur Ironie, aber das ist erstmal die Prämisse, auf die ich die nächste Revidierung aufbaue. Und zwar will ich sagen, dass man die Münzen einen doch schneller machen. Bloß scheint das nicht wie in den anderen Teilen pro Münze zu sein, sondern pro 10er Schritt oder 5er Schritt. Ich weiß nicht die genauen Schritte. Ich weiß nur, dass es halt pro 10er Schritt oder pro 5er Schritt sind ungefähr so in dem Bereich. Also 5 bis 10 oder so. Und nicht pro jede Münze. Das ist mir aufgefallen, gerade mit Toad. Weil ja, ich hatte es auch getestet. Ich hatte irgendwie 9 Münzen oder so. Also anfangs hatte ich 13 Münzen, da war ich schneller als Wario vorhin. Und dann bin ich mit Absicht ein paar Mal gegen die Wand gefahren. Und ja, jetzt sieht man es auch. 142 km/h. Ich habe 0 Münzen. Ach, jetzt, das ist wieder das, wo alle dieses Item haben. Ja, shit. Ja, mal schauen. Jetzt sammle ich hier ein paar Münzen ein. Das sind 5 Stück. Und ich fahre 142 immer noch. Also scheint doch 10er Schritte zu sein, oder? 146, ne, sind 5er Schritte wahrscheinlich. Ja, jetzt sammle ich noch mehr ein. So, jetzt hat er mich natürlich erwischt. Warte mal, ich bleibe jetzt mal auf 9 Münzen, um es zu testen. Ob es vielleicht 149. Vielleicht sind es 2er Schritte?
Ich weiß, ich kann es echt nicht genau sagen. Aber die Münzen machen einen doch schneller. Weil ich ja irgendwie an den ersten paar Parts oder irgendwann so um die Spanne drehe, müsste es gewesen sein. Habe ich ja behauptet, dass die Münzen einen nicht schneller machen. Das ist hiermit revidiert. Und ich bin schlecht, weil ich gegen die Wand fahre. Und da muss ich auch sagen, dass Toad, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht schon gesagt habe, aber Toad war in der letzten Strecke viel besser, es ging viel einfacher. Dann bestätigt sich wieder mal meine Theorie, dass in kurvenreichen Strecken die Charaktere, die leichter sind, also nicht leichter, aber die halt, ich sag mal, die einfachen Charaktere, weil im Auswahlbildschirm, er steht Master und Wario ist so ein Master. Ich weiß nicht, ob der Master steht, aber da stand irgendwas. Dass Wario und Bowser und noch, ja, Donkey Kong, schwierige Charaktere sind. Und wenn man jetzt mit so einem einfachen Charakter wie Toad fährt, dann sind solche kurvenreichen Strecken viel einfacher. Also, ja, das ist gut, wenn sich meine Theorien bestätigen. Ja, und das war's auch schon mit der Strecke. Und ab zur nächsten. Snow Cloud, okay. Ich bin jetzt der Shocking Master. Kranker Shit. So, was gibt's diesmal? Gibt's neues Kart oder so? Für Luigi zum Beispiel? Okay, nein, gibt's nicht. Lose Control when hit. Das klingt doch lustig. Wie verbuggt das ist, Junge. Was ich lustig finde, irgendwie jedes Mal ist es aber ein anderer Bug. Also es sieht jedes Mal anders aus. Am Anfang war es bunt, dann war es schwarz, glaube ich. Jetzt ist es wieder bunt. Ja, nehme ich die. Wobei ich hätte auch das Toad-Item nehmen können. Ach, egal. Ist mir Wayne. Wer kennt ihn nicht, den Ist mir Wayne? Yep. Übrigens sind auch wieder vier verschiedene Strecken. Wie es auch schon in Teil 1 der Fall war, glaube ich. Da waren es ja auch beim Regenbogen-Cup dann vier verschiedene Strecken. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, jetzt müsste doch jetzt diese Aal-Strecke kommen, oder? Weil auf irgendeiner Strecke war so ein Aal. Ich erinnere mich noch dran. Da ging es irgendwie unter Wasser oder so. Ach ne, das ist wieder die gleiche Strecke. Oder war das erst im... Ja, das war im Special Cup. Also in den Special Cups. Wo ich herausfinden werde, ob es die gibt in dem Spiel überhaupt. Und ob ich die überhaupt spielen kann. Weil ich mich daran erinnern kann, dass man die Cups nicht wechseln konnte. Auf dem Dolphin-Emulator. Weil halt der... Support für diese Triforce Arcade Dinger schlecht ist. Also schlecht jetzt nicht wirklich, aber noch nicht ganz ausgereift. Um es mal so auszudrücken. Ich meine, das Spiel funktioniert an sich. Und ich könnte es jetzt auch nicht besser, von daher. Will ich da mal nicht zu. Mir nicht zu viel rausnehmen. Um es da so auszudrücken. Zack. Ja, das geht so viel besser mit Toad. Mit Wario bin ich hier gegen jede Wand gefahren. Okay, das war jetzt schlecht, das gebe ich zu. Viel Spaß mit Luigi. Hä? Dann halt viel Spaß damit. Wie sie dann so rumhüpfen. Aber das Mörn-Item war eigentlich mega cool.
in Super Mario Land. Und ich fahre einfach an den alten Boxen vorbei. Äußerst belastend. Zack. Und noch ein Magnet. Das ist ganz praktisch jetzt in der letzten Runde. Falls ich noch irgendeine Coin nicht eingesammelt habe. Aber ich glaube, ich habe alle eingesammelt, oder? Weil ich ja auch 23 habe. Das sind eigentlich recht viele. Ja, ich müsste alle haben. Gut, da kann ich das Ding jetzt noch einsetzen hier. Und ab ins Ziel. Und jetzt geht's zum Challenge Game. Mal sehen, ob es da wieder gegen den altbekannten Freund geht. Aus Teil 1. Ich will mal nichts spoilern. Mehr oder weniger spoilern. Das Spiel ist 15 Jahre alt. Gut, nicht ganz 15 Jahre. So übertrieben. Ich glaube 2006 kam es raus. Müssen dann 13 Jahre sein, oder? Ah, es geht wieder gegen Robo Mario. Okay. Ach, bei Robo Mario war die Unterwasserstrecke. Hey, jetzt habe ich das Kart, als ob. Als ob ich jetzt diese schlechte Karte habe. Das könnte schlecht für mich ausgehen. Alter, er dreht richtig durch. Uff, komm schnell weg hier. Ich muss aufpassen, dass er nicht direkt hinter mir ist. Also, nicht gerade hinter mir ist. Denn das hätte zur Folge, dass er mich mit seinen komischen Koopa-Panzern treffen kann. Aber was macht er denn? Erstens fällt mir auf, dass es keine KMH-Anzeige gibt und zweitens, was macht er denn? Warum ist er so langsam? Oh shit, das war so schlecht. Was? Okay. Gut. Der hat seine Zeit gebraucht. So, was passiert jetzt? Was wird jetzt passieren? Ist es jetzt vorbei oder? Jetzt kriegst du Luigi Kart noch. Hat man es auch mal gesehen? Ein komischer Zug. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kommen erstmal die Credits, glaube ich. Ja. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob es noch weitergeht. Das Spiel war eigentlich genauso wie Teil 1. Es gab halt ein paar neue Strecken, ein paar neue Charaktere. Oh, hier sieht man alles. Aha. Na gut, die Cards kann man ja. Shinji Watano kenne ich gar nicht. Ich kenne fast keinen davon. Gut. Ich weiß halt jetzt echt noch nicht, ob es das war mit dem Let's Play oder halt nicht. Aber es waren schon kurze Credits. Ach ne, geht noch weiter. Hm, toll. 2007 ist es. Dann ist das Spiel erst 12 Jahre alt. Es gibt doch den Special Cup. Dann werde ich den auch noch machen. Habe ich letztes Mal ja auch gemacht. Falls es geht. Falls es nicht geht, dann werde ich ihn nicht machen. Ja. Also dann vielleicht bis zum nächsten Mal.